Er macht den Deutschen Angst. Der Euro, die gemeinsame Währung. Und wie geht es mit ihr weiter? Die Schuldenkrisen in Griechenland und anderen EU-Staaten und ihre Folgen für die Wirtschaft. All das bereitet den Deutschen Sorge. Also ich persönlich sehe etwas eher schwarz mit dem Euro. Ja, der Euro ist akut gefährdet. Das denke ich schon. Ängste? Also Angst habe ich davor jetzt nicht, aber das wird ein Problem werden. Der Euro kann wohl abgeschafft werden. Das ist eins. Das geht sowieso alles den Bach runter. Ansonsten habe ich keine Angst. Dass die Deutschen für Euro-Krisenstaaten zahlen müssen, befürchten 73% der Befragten. 65% glauben, der Euro ist gefährdet. Und die deutsche Wirtschaftskraft sehen 60% in Gefahr. Aber das ist nicht alles. Meinungsforscher haben auch nach den Alltagssorgen der Deutschen gefragt. Ob ihr Geld reicht für das Leben. Ob sie ihren Job behalten werden. Und können die Politiker wirklich die Probleme lösen? 63% der Deutschen befürchten, dass ihr Lebensunterhalt zu teuer wird. Dass Politiker überfordert sind, glauben 55%. Und 52% haben Angst vor einer schlechten Wirtschaftslage. Ich habe Angst dafür, dass ich, wenn ich mit dem Studium fertig bin, keine Arbeit finde oder eben nicht die Arbeit, die ich auch wirklich machen möchte. Ich habe Angst um ihre Generation. Und wissen, woran das liegt. Man sollte die Leute, die schwer arbeiten und viel arbeiten, auch entsprechend bezahlen. Die Deutschen sind ein ängstliches Volk. Aber ich zähle mich da nicht zu.